Unter der jüdischen Bevölkerung macht sich eine diffuse Angst breit. Antisemitische Hetze ist wieder sichtbar geworden. Heute werden wir antisemitisch mit Klarnamen im Internet beschimpft. Da hat keiner mehr Angst. Wenn mehr als 25% der Bevölkerung antisemitisch ist, frage ich mich, wo soll es noch hingehen? Die junge Generation wächst mit besonderem Schutz auf. Verändert sie das? Meine Mama sagt mir immer, sobald wir Angst haben, werden wir nicht mehr hier sein und dass wir keine Angst haben brauchen und dass wir auch nichts verstecken sollen. Aber auch das gehört zum jüdischen Leben in Deutschland dazu. Eine Gemeinschaft, die selbstbewusst ihre Identität lebt. Wir bekommen einen seltenen Einblick. Wer hier zur Schule geht, ist geschützt. Von außen nicht erkennbar, befindet sich das jüdische Gymnasium in Düsseldorf in einem Bürokomplex im Industriegebiet. Die Schüler sind fast alle jüdisch, wie die 12-jährige Yael. Aber die Schule ist auch offen für Kinder anderer Religionen. Noch ist die Schule klein, aber sie soll weiter wachsen. Yael und ihre Klassenkameraden werden der erste Jahrgang sein, der an der Schule Abitur machen kann. Also ich mag meine Schule eigentlich sehr gerne, weil viele von meinen Freunden hier sind. Wir haben wirklich eigentlich sehr nette Lehrer. Und man fühlt sich eigentlich wirklich zu Hause, weil man hier eigentlich wirklich jeden kennt. Man weiß halt, dass man sicher ist, man braucht keine Angst haben. Aber auch denkt man manchmal, dass es nicht so nötig ist. Klar, die achten halt auf unsere Sicherheit, aber manchmal finde ich das auch ein bisschen traurig, dass man so stark auf die Sicherheit achten muss. Schulleiter Raphael Luwisch möchte die Kinder darin bestärken, selbstbewusst jüdisch zu leben. Für die jüdischen Eltern ist natürlich auch wichtig, dass die Kinder hier in einer jüdischen Umgebung leben. Das heißt, wir feiern die jüdischen Feiertage, wir feiern keine christlichen Feiertage. Die Kinder sind verpflichtet, hier Hebräisch zu lernen. Sie haben alle jüdischen Religionsunterricht. Sie können hier mit einer Kippa herumlaufen, ohne irgendwie merkwürdig angesehen zu werden. Und wir sind eine Schule ohne Antisemitismus. Wenn die Schule am Nachmittag aus ist, fährt Yael nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad nach Hause. Sie wird von einem Schulbus bis vor die Haustür gebracht. Die Busse halten im Innenhof der Schule, damit die Kinder ungesehen einsteigen können. Von einem Sicherheitsdienst überwacht. Auch für die jüdische Gemeinde in Düsseldorf ist Sicherheit eines der wichtigsten Themen. Wie für alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland. Michael Rubinstein ist Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordhain und geht hier seit Kindertagen ein und aus. Er hat miterlebt, wie die Sicherheitsvorkehrungen im Laufe der Jahre immer stärker geworden sind. Die Anzahl antisemitischer Delikte in Deutschland lag in den letzten Jahren gleichbleibend hoch. Bei ca. 4 bis 5 pro Tag. Gleichzeitig sei die Stimmung gegenüber jüdischen Menschen aggressiver geworden, sagt Michael Rubinstein. Es gibt Gemeindemitglieder, die sagen, sie haben Angst zu kommen. Die Gemeinden kriegen Anrufe, ob es noch sicher ist, ob sie noch kommen können, wie wir die Gefahrenlage einschätzen. Es macht sich eine gewisse Verunsicherung breit. Ihr wisst, dass Eltern ihre Kinder in Schulen anmelden, wenn sie nicht aufs jüdische Gymnasium gehen, in jüdische Schulen, und auch dort nicht eintragen lassen, dass ihre Kinder jüdisch sind. Warum? Aus Angst. Aus Angst, aus Vorsorge. Aber es ist traurig, wenn man im Jahr 2018 als Jude in Deutschland oder als deutscher Jude Angst haben muss und meint, muss etwas verstecken. Als Geschäftsführer ist Michael Rubinstein viel unterwegs und bekommt mit, was sich für jüdische Bürger verändert. Mir hat jetzt gerade ein Kollege aus Köln erzählt, dass er letztens zum ersten Mal, als er mit der Kippa auf der Straße war, angesprochen wurde und angepöbelt wurde. Und er, seit er hier hingekommen ist, ist seit 30 Jahren hier, nie ein Problem gehabt hat, auf der Straße Kippa zu tragen. Und jetzt überlegt, ob er nicht doch ein Cap aufzieht. Wir hören aus Schulen, dass Schüler und Schülerinnen auch als Jude beschimpft werden. Dass Jude ein Schimpfwort auf den Schulhöfen wieder geworden ist. Gerade die Arbeit mit jüdischen Kindern und Jugendlichen ist Michael Rubinstein wichtig.
Er möchte sie in ihrer Identität stärken. Mit dieser Gruppe wird er in ein paar Wochen an dem größten jüdischen Gesangs- und Tanzwettbewerb in Deutschland teilnehmen, dem Eurovision. Habt Spaß, zeigt, was ihr könnt. Und nicht so, ja, heute reichen 50%. Nein, heute reichen nicht 50%. Gebt mal Gas. Beim Eurovision treten Jugendliche aus verschiedenen jüdischen Gemeinden in Deutschland gegeneinander an. Den Text des Songs hat Michael Rubinstein selber geschrieben, die Musik komponieren lassen. Eurovision ist der Event für Jugendzentrum und junge jüdische Menschen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das wirklich das ist, wo wir am meisten Spirit reinkriegen, dass sie trotz allem, was sie im Alltag erleben, was vielleicht nicht positiv ist, doch merken, es ist eine starke Gemeinschaft. Man kennt sich, man hat Freunde, nicht nur in der eigenen Stadt, sondern überall in Deutschland. Man sieht sich mindestens zweimal im Jahr, man lädt sich dann ein. Das stärkt einfach das Gemeinschaftsbewusstsein und auch das Selbstbewusstsein. Seid ihr denn schon aufgeregt? Ja, sehr. Ja, wir sind alle sehr gespannt. Weil ich finde das cool, auf der Bühne zu sein. Ja, ja, und, wir waren letztes Jahr schon, haben zugeschaut und fanden die Atmosphäre einfach cool und wollten halt auch mitmachen. Die Kinder fühlen sich wie in einer Großfamilie, was Mishpacha auf Hebräisch heißt. Ich mag vor allem die Zeile, wo wir singen, wir sind eine Mishpacha, weil irgendwie ist es ja schon so, dass dann Juden immer so abgegrenzt werden, sagen wir mal von den anderen. Sie ja, die sind Christen, die sind Moslems und wir sind Juden. Und dann singen wir halt, wir sind eine Mishpacha und ich finde, das passt auch einfach so zu unserer Gemeinschaft. Ihr gehört alle zusammen? Ja, finde ich schon, dass man so eine dass wir uns so verbunden fühlen, so dadurch, dass wir Juden sind. Auch die 12-jährige Jael wird beim Eurovision auftreten. Nicht in der Gruppe von Herrn Rubinstein, sondern mit Kindern und Jugendlichen aus dem Jugendzentrum Düsseldorf. Für Jael und ihre Familie spielt der jüdische Glaube eine zentrale Rolle im Leben. Das gefällt nicht jedem, wie ihr Bruder Jonathan schon erlebt hat. Bei ihm war auch einmal schlimm. So die Aussage, schade, dass er nicht alle vergast wurden, das ist schon kräftig. Er war 12 und er ist schon ein, so mindestens ergibt sich aus als ein starker Typ und nicht voll mit Emotionen, aber er hat geweint. Bei dem älteren Bruder war auch 2 oder 3 Mal. Bei uns ist das Thema sozusagen, das war schon immer da. Jetzt ist es in den Medien sehr präsent. Jael hat bislang noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Nach der Schule tanzt sie nachmittags Ballett, geht in eine Malschule und spielt Tennis. Mit Kindern unterschiedlicher Religionen. Und wissen die das, dass du jüdisch bist? Ich glaube, die wissen das. Nicht alle, aber die meisten, glaube ich. Aber du erzählst es auch nicht direkt? Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist. Die kommen ja auch nicht zu mir und sagen, ja, ich bin christlich. Oder ja, ich bin Moslem. Oder ja, ich bin jüdisch. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Das ist nicht nötig. Jaels Mutter spricht mit ihren Kindern Englisch, manchmal auch in ihrer Muttersprache Russisch oder Deutsch und auf Hebräisch. Ja. Wir halten auch Koscher. Es gibt unterschiedliche Standarten. Es gibt die Leute, die ganz streng darauf achten. Wir mischen nicht Fleisch und Milch. Wir essen auch nur Koscherfleisch zu Hause. Das ist auch wir sind praktisch in der Mitte, so würde ich sagen. Von extrem religiös bis zu gar nicht. Wir sind sehr
traditionell. Es gibt Momente, wo man auch gerne so in Restaurants ist, zum Beispiel in Burger-Restaurants. Und dann kann man halt nur diese vegetarischen Burger essen. Und die sind jetzt nicht so die besten. Und zum Beispiel früher, als ich klein war, war ich immer an Geburtstagen und es gab immer Chicken Nuggets. Und ich war immer voll traurig, weil ich keine essen konnte. Und ich war einer der Einzigen. Ja, peinlich. Auch das Einhalten des Schabbats von Freitagabend bis Samstagabend ist in der Familie ein Thema. Wir waren auch früher ein bisschen strenger. Die Geburtstagseinladungen waren fast immer am Samstag. Und dann mussten wir als Familie sozusagen diesen Regeln ein bisschen auflockern. Weil ich habe gesehen, ich möchte gerne, dass meine Kinder Freunde haben und auch hier sich gut fühlen. Und wenn ich sie komplett am Samstag zu Hause oder in die Synagoge begrenze, dann ist es kein Spaß. Und ich glaube, groß zu werden, Spaß gehört dazu. Auch beim Eurovision gehört Spaß dazu. Ankunft in Dresden. Ein Tag vor dem großen Gesangswettbewerb. Jael wartet mit ihren Freundinnen schon darauf, dass sie endlich in ihr Hotelzimmer können. Draußen kommt gerade die Gruppe von Herrn Rubinstein an. Die größte jüdische Party des Jahres kann beginnen. Man sieht alle Freunde wieder, ist voll cool. Ja. Seid ihr denn schon nervös? Ja, ein bisschen. Ja. Und habt ihr in den letzten Tagen noch fleißig geübt? Ja, wir haben gestern noch geübt. Und wie lief's? Ganz gut. Könnte besser sein. Ja. 1200 Jugendliche und ihre Begleiter müssen sicher untergebracht werden. Dafür werden Hotels komplett angemietet. Es ist natürlich auch eine riesen Logistik. Dieses Jahr sind es 3 Hotels, sie brauchen eine große Halle. Es muss alles fußläufig machbar sein. Und dann hat man sich zum ersten Mal entschieden, man möchte auch mal in den Osten gehen. Und deswegen ist es Dresden. Aber es ist auch ganz gut, gerade in solchen Zeiten, gerade jetzt hier in Zeichenlessen, gerade dass wir in Dresden sind und hier so eine große Party machen. So viele junge jüdische Menschen hat Dresden, glaube ich, lange nicht gesehen und wird Dresden noch lange nicht mehr sehen. Rechnen Sie mit rechter Gegenwehr? Also die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass wir da nichts haben. Vielleicht wird in den Online-Foren was zu sehen sein, aber ich glaube, es wird ganz ruhig und friedlich bleiben. Es ist Samstagnachmittag. Die letzten Proben vor dem Auftritt stehen an. Aber alle Teilnehmer müssen ohne Musik proben. Denn es ist Schabbat, die Zeit, in der Juden von Freitagabend bis Samstagabend keine Elektronik nutzen sollen, um sich für 24 Stunden auf sich und ihren Glauben zu besinnen. Schon seit meiner Geburt ist mir der Sinn des Lebens klar. Wir drehen diesen Kreis und fort als eine Mishpacha. Na 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 na. Bisher haben alle für sich geprobt. Jetzt sieht Jael zum ersten Mal die anderen Gruppen. Auch wenn es eigentlich ein Wettbewerb ist, ist es als wären wir alle eine Familie, obwohl wir uns nicht mal alle kennen. Das ist wirklich sehr schön. Irgendwie kann man sich besser mit den Leuten unterhalten über mehr, über Familie, über auch so religionsmäßige Sachen, was eigentlich andere Kinder halt tagtäglich mit fast allen Kindern machen können. Also woran liegt das denn, dass du dich dann freier fühlst? Ich glaube, es liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit diesen Menschen etwas gemeinsam habe. Mit dem Sonnenuntergang geht der Schabbat zu Ende. Gemeinsam begrüßen sie den jüdischen Beginn der neuen Woche. Ein intensiver gemeinsamer Moment. Streng bewacht von Polizeikräften.
Wenn Michael Rubinstein zu Hause ist und Zeit hat, kocht er gerne. Er lebt zwar nicht streng nach den religiösen Regeln, gewisse Lebensmittel kommen ihm dennoch nicht in die Pfanne. Auch wenn er für Freunde kocht, wie an diesem Abend. Meine Oma, die hat leidenschaftlich gern gekocht und hat uns Kinder immer auch gekocht. Und jedem Kind das was Eigenes. Und ich habe mir das abgeguckt und koche ungern nach Rezept. Ich kann das, aber viel lieber frei nach Schnauze. Aber eine koschere Küche haben Sie nicht? Nein, nein, nein. Nein. Also das, ich hatte das mal eine Zeit lang, aber dass ich jetzt Milch und Fleisch getrennt habe oder auch darauf achte, dass ich Zeiten einhalte, wann ich nach milchig, fleischig umgekehrt esse, das mache ich nicht. Also das sind wir auch nicht erzogen worden. Aber es gab dann auch kein Schweinefleisch, also ein Schweinekotelett oder so gab es bei uns nicht. Heute kommen drei Freunde zu Besuch. Unter ihnen ist auch Lamia Kador, eine bekannte liberale Muslimin. Aber mit Handschuhen am Herzen. Sie ist Buchautorin, arbeitet als Lehrerin und organisiert Projekte gegen Antisemitismus in Duisburg. Guten Appetit. Schön, dass ihr alle auch in Duisburg. Ina und Alex sind jüdische Freunde von Michael Rubinstein. Ich war Gemeindemitglied, du bist dann auch Gemeindemitglied. Ich habe da ein bisschen gearbeitet. Schnell wird am Tisch auch muslimischer Antisemitismus ein Thema. Ich glaube schon, dass der Antisemitismus unter Muslimen und die antimuslimische Stimmung unter jüdischen Menschen auch sehr stark geprägt ist wegen Unwissenheit und vor allem aus politischen Gründen. Aber ich finde, es darf nicht darüber hinweglenken, dass der Antisemitismus unserer Mehrheitsgesellschaft halt dummerweise auch noch ziemlich stark ist und immer wieder, also quasi turnusgemäß, mal stärker, mal schwächer, mal stärker, mal schwächer. Aber Muslime machen ja nur 5% dieser Bevölkerung aus. Und nicht alle 5% sind antisemitisch. Wenn wir davon sprechen, dass ungefähr 30% unseres Bevölkerungsanteils antisemitische Einstellungen besitzen, da sind Muslime da ja nur eine Teilgruppe. Unabhängig von welcher Seite der Antisemitismus kommt, für Alex hat sich das Lebensgefühl in Deutschland verändert. Ich kann nicht sagen, dass auf einmal Deutschland nicht meine Heimat ist. Im Gegenteil, das ist irgendwie, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, das ist irgendwie meins. Aber es ist trotzdem irgendwie so eine Sache, über die man irgendwie anfängt nachzudenken generell, weil es so ein mulmiges Gefühl auf einmal gibt. Ich empfinde eine gewisse Bedrohung, aber ich finde diese Bedrohung in Form von einer Bedrohung des Rechtsstaates und der Demokratie. In dem Moment, wo der Rechtsstaat mich nicht mehr beschützt, fühle ich mich bedroht. Auch an antisemitischen Vorfällen, die jeden Tag bekannt werden, in Schulen oder in der Öffentlichkeit oder wie auch immer. Ich finde, das ist jetzt wenig beruhigend. Ich weiß nicht, wie ihr das. Ich finde schon, das ist irgendwie mehr geworden. Oder es ist zumindest sichtbarer geworden. Weiß ich nicht, ob es zugenommen hat, aber es ist sichtbarer geworden. Sehr hilfreich, fand das auch meine Muslime. Michael Rubinstein möchte dem nachgehen. Sichtbare Vorfälle, wie jüngst mehrfach in Berlin, machen verstärkt den Antisemitismus unter Muslimen zum öffentlichen Thema. Er setzt auf den Dialog zwischen Juden und Muslimen. Michael Rubinstein ist auf dem Weg nach Duisburg, wo er 11 Jahre als Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde gearbeitet hat. Damals sei das Verhältnis zwischen Muslimen und Juden in der Stadt freundschaftlich gewesen, erzählt er. Vor allem mit dem ehemaligen Vorsitzenden der DİTİB-Moschee, Mehmet Özay. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja? Was wir so als jüdische Seite so wahrnehmen, so gefühlt verstärkter Antisemitismus. Wie würdest du das einschätzen? Die Leute tun sich schwer zwischen der Politik Israels und dem Juden zu unterscheiden oder dem Judentum zu unterscheiden. Die Unterscheidung fehlt immer. Klar kann man auch Kritik an der israelischen Politik und an der Problematik Gaza äußern und auch sich damit beschäftigen. Aber sobald es eben überschlägt in Antisemitismus, das geht nicht. Ist das zum Teil auch Angst vorm Unbekannten? Also neben dem Thema Israel, das wissen wir ja. Aber ist das so nach dem Motto, dass die jüdische Bevölkerung hier ein besonderes Standing hat in diesem Land? Ja, also, dass wir halt viele Rechte haben, dass wir staatlich gefördert sind, dass unser Religionsunterricht anerkannt wird. Ist das vielleicht auch ein Sozialneid oder ist das Land seine eigene? Das spielt Sicherheit mit eine Rolle, ne, hier in Deutschland. Aber die Problematik lässt sich nicht nur auf Deutschland reduzieren. Wie groß schätzen Sie das Problem des Antisemitismus unter Muslimen ein? Ich kann Ihnen da keine Zahl nennen, aber die ist nicht gering. Also es ist ein Problem in der muslimischen Community, Antisemitismus, gar keine Frage. Was meinst du, wie die Leute reagieren würden, wenn ich mit Kippa hier durch Marxow laufen würde? Gut,
Also sie hat, es gab ja bei Israel nicht gesagt, dass wir mal so eine Aktion machen sollten. Das wäre ja mal so eine Sache, was wirklich Wirklichkeit ist. Sie wissen, dass es nur ein Experiment wird, aber sie wollen sehen, wie die Leute reagieren. Ein paar Wochen später treffen sie sich in Marxloh wieder. Ein Stadtteil, in dem viele Muslime leben. Dann jetzt bleibt sie in der Familie. Im Alltag trägt Michael Rubinstein die Kippa nicht, aber heute macht er eine Ausnahme. Also ich bin jetzt mal optimistisch und denke mal, es wird den einen oder anderen Blick geben. David Stern ist ja doch relativ klein. Dann gucken wir mal, was draus wird. Und wenn, haben wir dann den Test bestanden oder auch nicht bestanden, werden wir dann ja sehen, wie es hier passiert und was nicht passiert. Also ob das wirklich etwas ist, was mehr so kolportiert wird oder ob es nur tatsächlich der Fall ist. Dann laufen wir mal los und gucken, was passiert. Wir lassen uns mal überraschen. Gucken wir mal, was Marx so los ist. Es ist viel los an diesem Samstag im März. Aber die Kippa erregt kaum Aufsehen. Vielleicht auch, weil die Kamera dabei ist. Wochen später geht so ein Experiment in Berlin ganz anders aus. Nicht so friedlich wie hier. Ich bin ja so ein Freund von Lammhackfleisch. Ich frag mal, ob der Lammhack hat. Ich hätte gerne ein Kilo Lammhack. Kriege ich hin? Kriegen Sie hin? Wunderbar, super. Haben Sie außerdem noch einen Wunsch? Danke. 8,20 Euro. So. Ja. Und wo er dann koscher kaufen konnte, dann kauft er auch koscher Fleisch. Genau. Hast du noch eine Tüte? Ja, aber ja. Hat sie hier öfter mal jüdische Kunden? Zum Teil ja, aber mit, ohne Kippa. Nee, wir haben hier zum ersten Mal, beziehungsweise ich habe zum ersten Mal jetzt einen jüdischen Mitbürger mit Kippa gesehen. Wir sind die Multikulti, kennt man ja von Marxloh. Man hört ja immer, dass es Probleme zwischen Muslimen und Juden gibt. Die sind hier aber nicht so extrem. Oder beziehungsweise wir leben hier, wir haben gelernt, untereinander und miteinander zu leben. Zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Was der Metzger gesagt hat, das hat mich wieder positiv gestimmt, weil das war immer das, wie ich Duisburg wahrgenommen habe. Das zeigt, man muss wirklich reden, man muss da sein, man muss sich zeigen, man muss auch mal Unterschiede aushalten. Aber das hat mir wirklich ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, auch diese freundliche Stimmung. Man hat schon den einen oder anderen Blick gesehen, der sich nochmal umgedreht hat. Ich hätte mir gewünscht, dass mir ein bisschen mehr Reaktion gekommen wäre, dass man darauf vielleicht anspricht oder mal eine Nachfrage. Hallo, guten Tag. Wer weiß, das nächste Mal, wenn du alleine hier gehst, wirst du dann angesprochen, hey, wer war das denn, warum, ja, was sollte das? Und was, du hast einen Juden als Freund, also ich übertreibe jetzt, aber ja, so. Wird abzuwarten, weil ja, ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie ein Problem darstellt. Es gibt dieses Problem, das kann man jetzt auch durch unseren gemeinsamen Spaziergang durch Marx so, dass da jetzt nichts passiert ist, wegretuschieren. Es ist nicht nur ein Generationsproblem, das wäre ja auch fatal zu sagen, das ist jetzt nur die erste oder die zweite Generation an Migranten, die hier das Problem haben. Es ist generationsübergreifend. Während seiner Zeit in Duisburg hat Michael Rubinstein eng mit der Polizei zusammengearbeitet. Er trifft die Polizeipräsidentin Elke Bartels, weil er von ihr wissen möchte, wie sie die aktuelle Gefahrenlage für die jüdischen Bürger in Duisburg einschätzt. 2017 haben wir 16 Delikte gezählt im antisemitischen Bereich. Und das waren ausschließlich Posts in den sozialen Medien und Sachbeschädigung. Das heißt also irgendwelche Farbschmierereien auf Wänden. Es gibt einen muslimischen Antisemitismus, vor allem auch einen sehr starken muslimisch motivierten Anti-Israelismus. Aber das ist gar nicht unser Kernproblem ist in der ganzen Debatte. Und die Debatte eigentlich in eine völlig einseitige Richtung geht. Das ist richtig. Also muslimischen Antisemitismus, den könnte man ja gerade in Duisburg, wo also 40% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat, könnte man das ja eher vermuten. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben von diesen 16 Delikten, von denen ich gerade gesprochen habe, haben wir einen einzigen Tatverdächtigen ausgemacht, der einen muslimischen Hintergrund hat. Die anderen waren alles andere Kandidaten, mehr aus dem rechten Spektrum. Ja, also ich habe auch persönlich mehr Sorge davor, also dass der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und man es sich sehr einfach macht, in der Argumentation zu sagen, das ist in erster Linie muslimischer Antisemitismus und man sich gar nicht darum kümmert, was in der Mitte der Gesellschaft an Hass und an Hasskriminalität und an Potenzial an Hass vorhanden ist.
Zurück in Dresden. Abgeschirmt von der Polizei spielen in der Messehalle Sicherheitsbedenken an diesem Abend keine Rolle. Es ist kurz vor dem Auftritt. Ihr habt auch Spaß auf der Bühne? Ja. Geht nachher raus und zeigt, was ihr könnt. Ja. Also in die Top 10 kommen wir schon. Selbstverständlich den ersten. So wie immer. Ist das Aufregung oder Freude oder Spannung? Ja. Hunger? Durst? Nein, Hunger nicht. Aufregung, ja. Aber ich meine, ich habe Hunger. Ich hatte Hunger, aber jetzt ist alles wie weg. Wer hat die Haare noch nicht? So muss es sein. Ciao. Ciao. Kurz vor der Show herrscht unter den rund 2000 Zuschauern eine ganz besondere Atmosphäre. Herzlich willkommen auf der Eurovision 2018 in Dresden, The Circle of Life! Wow! Kadima Dynamit Düsseldorf! Your chance to get love! Hey, hey! Kadima! Mit ihrem Song belegen Jael und das Jugendzentrum aus Düsseldorf Platz 14. Du bist unscheinbar. Ich fühle mich so schwer. Samstag will ich gar nicht aufstehen. Kadima, Kadima. Auch für die Gruppe von Herrn Rubinstein ist es endlich soweit. Du bist unschlagbar. Meine Damen und Herren, ein riesiger Applaus für das Jugendzentrum Jewish. Oh, alles dreht sich nur im Kreis des Lebens für mich. Bin von Kopf bis Fuß voll jüdisch. In mir, da schlägt ein jüdisches Herz. Ich kann es wagen, die Antwort auf all die Fragen wird mir unsere Tod. Mit ihrer Hymne auf die jüdische Gemeinschaft belegen sie am Ende Platz 10. Eine fröhliche, große jüdische Gemeinschaft wie beim Eurovision in Dresden ist für Michael Rubinstein etwas ganz Besonderes. Mir haben die letzten Wochen unglaublich viel positive Energie gegeben, dass wir wirklich hier ein jüdisches Leben haben mit Gegenwart und Zukunft und mit ganz viel Potenzial. Und dass wir selbst auch als jüdische Gemeinschaft hart daran arbeiten müssen und sollten, dass wir das, was wir in den letzten 50, 60 Jahren hier aufgebaut haben, nicht wieder kaputt machen lassen. Dass wir auch selbst uns engagieren und unsere Stimme erheben. Und wenn sie niemand anders erhebt, dann erst recht. Jaels Mutter bestärkt ihre Kinder darin, trotz möglicher Anfeindungen ohne Angst in Deutschland zu leben. Sagt mir immer, sobald wir Angst haben, werden wir nicht mehr hier sein und dass wir keine Angst haben brauchen und dass wir auch nichts verstecken sollen. Ja, weil ich kann nicht mit dem Angst hier leben. Wenn ich eine Angst bekomme, dann muss ich weg. Okay, sie sind nicht offensichtlich jüdisch auf der Straße erkennbar, weil sie nicht mit der Kippa laufen und so weiter. Aber so trotzdem irgendwie habe ich dieses Gefühl, aufzupassen. Aber nicht trotz, nicht mit dem Angstleben. Dann macht das keinen Sinn. Dann macht auch kein Leben keinen Spaß.